3D Grafik 3. Soundtrack. Ist Soundtrack ein Upgrade von Stereo Sound? Bin ich mir nicht sicher, lass ich mal beide drin. Advanced Cutscenes. Dann brauchen wir keine Simple Cutscenes. Denke ich mal. Bessere Dialoge. Und sonst bleibt das gleich. So, du bist die Anti-Engine 1.3. Müsste das jetzt sein, ja. 580.000. Ist okay. Und ich hoffe mal, dass wir dann wieder so einen ordentlichen Blockbuster bekommen, wie letztes Mal, als wir eine neue Engine eingeführt haben. Aber ich denke mal, bessere Grafik, besserer Sound und der ganze andere Gedöns wird schon was rausreißen. Also, ran da. In einem Monat. Wie lange brauchen wir für die Engine? Okay, nehmen wir einfach einen Small Boost. Sind nur 80.000. Das war mein Genickbruch das letzte Mal. Ich habe gedacht, ach, das ist nur ein bisschen hier, ein bisschen da und schon war ich pleite. Aber die hat richtig was gebracht das andere Mal. Ein Monat, hm? Kriegen wir es in einem Monat hin? Nee. Wehe, wir kriegen das in einem Monat jetzt hin. Erste Woche rum. Zweite Woche rum. Ja, nee, gut, dass ich mich dagegen entschieden habe. Dritte Woche rum. Gleich ist die G3. Wir hätten auf keinen Fall neue Spiele anfangen können. Und er muss in Urlaub. Also, ja, super Entscheidung. Guti. Trotzdem brauchen wir bald wieder Geld. Also ja, 11 Millionen klingt wie viel, aber die kosten jetzt alle monatlich richtig viel inzwischen. Oh, vielleicht sollten wir einfach noch einen dritten jetzt inzwischen anstellen. Weiß ja nicht. So, du erstmal Vacation. Du trainier einfach mal. Und zwar Code war dein Ding. Du trainier mal alles. Und das Wiener Gear sind 2 Monaten off. Ist okay. So, pling, 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 pling. Alpha Man hat 1,5 Millionen gebracht. Oh, okay. Und momentan ist der Fokus auf Casual Games. Ich hoffe mal, das bleibt eine Weile so. Oh, er ist wieder da. Okay, können wir gleich loslegen? Du bist noch nicht fertig, du bist noch nicht fertig. Ich würde gerne Training abbrechen können. Einfach aufhören zu lesen. So, sehr gut. Stopp, Sequel. Erstmal gucken, was das beste Spiel war. Also, du hast gebracht 1,5. Fast gar nichts. 2,8. Haja. Cut Deep war das. Für 10,5 Millionen. Das heißt, wir bringen jetzt eine bessere Version von Cut Deep raus. Sequel. Von Cut Deep. Also, Surgery Simulation PC für jedermann. Ist kein Casual Game, ist mir klar, aber ich hoffe mal trotzdem, dass das wird. Select. Surgery Simulation PC. Jedermann. Cut Deeper. Game Engine ist die neue Engine. Weiter. 3D Grafik Version 3. Nicht textbasierend. Weiter. Komm schon. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Okay, Advanced Cutscenes. Ich weiß nicht, ob ein Gamepad so viel Sinn macht, aber für 10.000, was soll's. Okay. Plop, 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 plop. Schneller, mehr, 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 schneller. Und die Energie ist off. Ist egal. Genau, Marketing. Stopp. Marketing. Magazine. Hype baut sich langsam auf. Wir sind gleich in Phase 2. Naja, gleich ist übertrieben. Oh, doch nicht. Bessere Dialoge. So, ist okay. Hype ist bei 3. Hype ist bei 4. Oh, schaut gut aus. Also wir können gleich nochmal hypen. So, okay. Soundtrack.
Also Stereo-Sound für die normalen Spiele und Soundtrack für irgendwas extra? Also das für die Musik und das für das? Kann mir das nicht einer von meinen Angestellten sagen? Das, Na gut, du musst etwas... Nee. Jonah Chen muss etwas runter. Jonathan Dean muss etwas... Gerigo muss etwas hoch, so. Ja. Open World brauchen wir nicht. Rest ist okay. Das hier ist echt so ein doofer Knackpunkt. Ich lasse einfach mal beides drin. 160.000. Okay. So, mehr ploppen. Oh. Und die Zahlen sehen gut aus. Nochmal hypen. Hype 13, 14, 15. Und wir knacken die 100. Yo. Ganz viele Bugs. Hype ist bei 17. Fällt noch nicht. Okay. Und inzwischen richtig lange das Bug fixen. So, fertig. Und neue Rekorde. Nur gutes Management. Okay, es ist kein neues Topic, keine neue Kombo und was weiß ich. Und Erfahrungspunkte braucht das auch nicht so viel. Aber naja, Hauptsache es bringt Geld. Raus damit. Minigames. Du. Urlaub. Du. Research. New Topic. Evolution. Okay. Und Kritiken sind da. Cut deeper. Komm schon, noch ein 10er-Ding. Das wäre richtig... 8 ist okay. Mit dem, was wir in der letzten Zeit so haben, ist 8 echt super. 9 natürlich auch. Sage ich nichts gegen. Noch eine 9. Oh, das können wir echt gut gebrauchen. Wir müssen wieder auf die 14 Millionen oder so hoch. So. Du. Research. New Topic. City. Können wir gerade noch irgendwelche Marktanalysen machen oder so? Nö. Cut Deeper verkauft. Boah, doch, 500.000. Rang 8. Oh. Hat eine bessere Engine als das Original. Ja, trotzdem verkauft es sich nicht so gut. Aber vielleicht kommt das ja noch. Nö. Evolution ist fertig. City ist fertig. Und er ist wieder da. Okay. Publishing Deal, nö. Contract Work, nein. Wir brauchen ein neues Spiel. Und zwar, was haben wir noch alles? Wir haben Spionage. Genau, wir wollten das Spiel im Spiel entwickeln. Medium für jedermann. Game Dev. Simulation wird es wohl sein. Für den PC. 1.3. Und wir probieren es wieder mit Game Dev Tycoon wie letztes Mal. Bin mir nicht sicher, ob das so geschrieben wird oder halt Game Development Tycoon oder was auch immer. Okay, weiter. 3D-Grafikversion 3. Cut Deeper passt so gut in andere Sachen rein. Eine perfekte Kombination. Warum verkauft sich's da nicht besser? So, wir brauchen kein Gamepad. Wir brauchen nicht wirklich Multiplayer. Wir brauchen auch keine Cutscenes. Videoplayback auch nicht. Zack. So, Research steigt. Die Punkte kommen nicht so schnell so hoch. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt noch Hype ausgeben will. Bessere Dialoge brauchen wir nicht. AI Companions brauchen wir nicht. Level Editor brauchen wir nicht. Weiter. Immer noch 11,4. Ja, wir kommen definitiv nicht auf die 100 vom letzten Mal. Ja, 100% so. Keine Open World, kein Tag- und Nachtzyklus, keine reichhaltige Hintergrundgeschichte. Weiter. Research sieht sehr gut aus. Solange es die Kosten deckt und wir jetzt einen Erfolg kriegen, weil es das Spiel im Spiel ist, ist alles gut.
Bugs sind 24. Das sollten wir nicht so stehen lassen. Und Katiba ist draußen. Hat 2,8 Millionen gebracht. Das ist schick. Und fertig. Oh. Oh. In 4 Wochen. Und diesmal haben wir auch Zeit und Geld und alles. Ich glaube, wir nehmen mal eine Medium Booth. Man merkt, dass ich gierig werde. Halbe Million an Werbekosten, nur für ein Spiel. Das muss ein Hammerspiel werden. Nee, komm, wir bleiben beim Small Boost und hoffen, es einfach noch richtig zu timen. So. Finish. So. Neues Topic, neue Combo, super Combo, gutes Management, kommt auch gleich bestimmt noch dazu. Jo. Dann müssen wir gleich gucken, ob irgendjemand Urlaub braucht. Und wenn nicht, fangen wir an mit dem Spiel. Schon Level Up da, sehr schön. Antigierung hat auch ein Level Up und er braucht kein höheres Gehalt. Oder sie. Basic Physics. Mod Support und Surround Sound, das klingt gut. So, stopp. Was machen wir jetzt? Fangen wir jetzt schon mit dem Spiel an. Es dauert eh eine ganze Weile, bis es fertig ist. Und sonst können wir es hinauszögern. Also ja, neues Spiel. Ein Medium-Spiel. Für jedermann. Topic. Ein Superhelden-Action-Spiel. Das klingt gut. Superhelden-Action. PC. 1.3. Und das ist Catman. Vielleicht sollten wir doch mal auf eine andere Konsole gehen und eine andere Zielgruppe ansprechen. Ich weiß ja nicht. Nö. So, 3D Version 3 ist okay. Ah, und Game Dev Tycoon Kritiken sind drin. Gucken wir mal. Das sieht nicht gut aus. Au! Das tut ja weh. Ich hoffe mal, wir verlieren keine Fans dadurch. Jautsch. Das kommt davon, wenn man so viele von den Sachen wegklickt. Und es gab nicht mal einen Erfolg dafür. Ja, ab in die Tunnel damit. Oh, gab's doch. Haha, sehr schön. Und warum gibt es für den Erfolg kein Geld? Oder bessere Verkaufszahlen? Na gut, Catman ist da. Catman braucht alles. Außer ein Steering Wheel. Weiter. Catman braucht vor allem jetzt schon Hype. Für Magazine, so. Damit nachher, wenn... Warum gab das keinen Hype? Ja, also. Weil wenn nachher dann die... Ach, was? Und das, was wir können, irgendwas hacken, ne? Ja, nee, wir wollen nichts hacken. Wir sind ganz liebe Jungs. Die Kleinen. Genau, wenn gleich die Convention kommt, die jetzt da ist, dann springt das hoffentlich richtig in die Höhe. Letztes Mal hatten wir 42.000 oder so? Ich glaube schon. Sollen wir bestimmt knacken können. Wir haben wesentlich mehr Fans jetzt. Yo. 67.000. Sehr schön. Hype 14. Immer noch nicht Top 100 Stände, aber damit kann ich leben. Kostenloses Hype ist immer gut. Naja, kostenlos. Wir haben 80.000 für den Stand bezahlt. Aber gut, Level-Editor dazu, AI-Companions dazu, bessere Dialoge dazu. Und das lassen wir alles so, wie es ist. Ja, wie geil! Action-Games sind gerade populär. Und was für ein Zufall, wir produzieren ein Action-Game. Und es war bei der G3 und wir haben Geld reingepumpt für den Hype. Und überhaupt, das muss jetzt ein super, mega geiles Spiel werden. Und das Test 64 kommt bald. Das war auch nicht schlecht. Da habe ich mal Mario Kart drauf gespielt. Und GoldenEye. Oh ja, Geld machen. Ja, ja, ist eine ganz tolle Konsole. Es waren gerade 8 Punkte auf einmal. So, wir brauchen offene Welt. Wir brauchen Tag- und Nachtzyklus. Gute Hintergrundgeschichte. Und wir würden echt gerne die 100 knacken für das Spiel. Haltet euch ran, Jungs. Aber... Ich glaube, ich mache erstmal was ganz Gemeines. Ich mache einen Cut. Also bis gleich.